Hallo, ich bin der David von Giga und das ist mein allererstes Intro für uns. Was? Giga Volt! Giga Volt selber! Bei uns, Terrafen TV. Da. Guck mal, wir haben 124 Minuten. Guck mal, da ist ein übelst geiler Typ. Ey, ja, stimmt. Ich will das nochmal zum Protokoll geben. Ich war hier schon viel öfter. Wie ranzig und zugewuchert ihr ausseht. Ja. Ist ja unglaublich, hab ich noch nie so gesehen. Das ist jetzt die Gelegenheit, einen gesellschaftskritischen und hinterfragenden, kunstvoll ausformulierten Kommentar auf die Gesellschaft abzugeben, aber wir lassen es, oder? Ja, Meisterfotografen. Oh nee, da kriege ich so ein richtig ekelhaftes Gefühl von, oh, wir sind YouTuber und wir filmen uns gegenseitig, wie wir Kameras ineinander halten. Oh, hat sie nicht ein liebliches Grinsen? Es ist immer Piaf und Stress, was ist das? Und du denkst, bist was, den du machst dich nass, du hässlicher kleiner Spast. Nicht so Cars, warum denkst du das? Ey, der Mehranzeige. Oh, Alter! Ja, jetzt machen wir hier offiziell Werbung für MCM. Das M steht für Muschi. Möchtest du einen schicken Wurf? Du bist so Cars. Du denkst, du weißt cool, bist aber schwul und total cool. Und denkst, du kannst rappen wie Deppen. Das denkst du, das hast du dich geh. Ducht. Und im Spaß, er ist echt ein Held, Mann. Halt I want it right. Ah, darf man nicht verwenden, GEMA-Blocks, Lyrics gecopyrighted und so. Gecopyrighted? Gecopyrighted. Eigentlich wollte ich dir jetzt mal auf den Arsch filmen, aber deine Hose setzt sich leider mit diesem Spaß nicht genug ab. Vielleicht von der Seite, so, weißt du? Ja, so ein bisschen. Weißt du, was wurde denn die Bandit gemacht? Echt? Ja, die sind noch nicht mal richtig da. Was sind gezogen? Guck mal, ey. Hier sind die Klos, das habe ich schon im Video erfahren. Es ist voll dunkel. Echt? Oh. Jetzt müssen wir mit Alkohol reinstürmen. Keiner da, keiner hier. Jetzt kriegen wir gerade Besuch. Ach, wir haben schon Gäste. Achso. Das ging ja schnell. Okay, ja, kommt drin, guten Tag. So, komm, wir nehmen jetzt hier den Podcast auf, würde ich sagen. Ihr seid dann Gäste im Feedback-Podcast. Hallöchen. Tatsächlich? Ja, ich bin wirklich so groß. Hey Robin. Tag. Guten Tag. Hallöchen, guten Tag. Ja, ich bin sehr groß. Hi. Hallöchen, hey. Hi. Hallöchen, hey. Ihr seid sozusagen in diesem Moment live im Feedback-Podcast. Ihr seid live im Feedback-Podcast. Wollt ihr gleich die nächste Frage beantworten? Ja, wir sind jetzt da. Willst du irgendwas sagen? Okay. Wir haben jetzt hier ranziges Bier mitgebracht. Ja, das ist wohl das Beste, oder? Das ist wohl das Beste, was unsere Heimatstadt zu bieten hat. Wenn euch das nicht schmeckt, ihr könnt das auch heimlich in die Pflanzen gießen oder so. Das machen wir dann gerne, wenn ihr es nicht seht. Ja. Manche geisteslos so passiert. So. Guck mal, alle müssen arbeiten, ich kann mich hier besorgen. Oh, jetzt, das hatten wir vorhin erst, diese Situation, ey. Diese typische YouTuber-Situation, genau. Wo sich zwei Kameras gegenseitig filmen. Ja, da kriege ich richtig Krämpfe, ey. Wir Bubble Tea trinken gehen und dann reden. Ja, genau, lass mal Bubble Tea trinken gehen. Jo. Jo, stell dich gleich mal vor den Greenscreen, da kann ich testen, ob ich das kann. Aber ich glaube, der ist nicht gut ausgeleuchtet. Stell dich mal vor den Greenscreen und mach irgendwas. Vor allem aber auch Sachen, die wir nicht sehen.
nicht selber machen können. Also Let's Plays könnten wir zur Not auch noch selber machen, aber das, was ihr macht, das ist halt euer Ding und das kenne ich so aus Deutschland gar nicht. Das heißt, ihr seid da wirklich einzigartig. Irgendwie war ich, ist es jetzt schon, wir gucken in Richtung Alex. Das hängt da echt so runter wie Klopapier oder so. Wie die Queen. Du hast einen Durchblick, ja? Jo. Jo. Fucking Baguettes. So, live vor Ort beim Shoppen. Anna lässt sich von David Hein beim Strumpfhosen kaufen beraten. Also ich hätte da, also das könnte ich dir auf jeden Fall empfehlen hier. Ja. Das hat nämlich All Colors 50. Das bedeutet, da sind 50 Farben drin. Mhm. Das, was du hier siehst. Senfgelb ist auch. Genau, aber das ist nur eine Farbe davon. Es sind ja 50 Farben. Senfgelb ist. Hör doch mal auf zu maulen, wir sind noch gar nicht fertig. Also Tobi geht jetzt mal hoch. Noch nicht fertig? Seid ihr noch nicht fertig? Nein. Nein. Hier Hallo. Sind, hier sind 50 Farben drin, oder? Nee. 50 D-Nicers. Wir was? Brauchen das eine weiße Strumpfhose, die wirklich komplett flicktisch ist. Haben die eine weiße Strumpfhose? Was? Tobi ist übrigens gerade hoch in den vierten Stock gefahren. Aber es muss weiß sein. Also aber so wirklich komplett blickdicht weiß. So, sag ich mal die Filmausrüstung angeeignet. Ihr kommt halt am Ende der Woche, der halt vier AAA-Spiele erschienen sind. Sowas von alle, ja? Aber so viel zu tun. Ich verstehe den. Ah, ich finde den Eingang noch nicht, ja? Ja. So, dann sehen wir der Rand von Oh, Bärchen, das ist aber... Das ist doch mal Aufopferung für die Kunst und für die Arbeit. Das passt perfekt. Das kann nicht alles gewesen sein, wir müssen das dringend unterbieten und deswegen haben wir uns professionelle Hilfe geholt. Professionelle Hilfe heißt in diesem Fall Besuch von Masterafo-TV, eine Unterschrift. Was soll das sein? So, Kalle hat jetzt voll den krassen Stunt vor. Wow. Schon nicht easy, so ein Rockstar-Lifestyle, Alter. Ja. Uiuiui, ui, du bist so krass, Mann. Mensch, das ist Zahnpflege und Mundhygiene auf höchstem Level. Willst du meinen Penis anfassen? Nicht du! Ich hab einen Freund! Derselbe Effekt wie in Paris hier. Ja, übelst genial! Achtung! Du bist so schön. Danke. Hey, komm. Zack. So, oh, weißt du, das ist so episch, Mann. Die Nosterafu Crew. Hast du das von Giga abgeguckt? Ja, immer zu filmen, immer filmen. Immer Film. Hauptsache, wir kriegen Material in. Ich schneide das nachher alles zusammen, kein Ding, Alter. Hauptsache, wir filmen. Das Kind kommt da nicht mehr runter, es schreit nach dem Papa. Was gibt's hier Schönes? Was ist das? Ein Designer. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Ey, wir können sie nicht verstehen. Verstehen Sie? Was machen Sie da? Fantasie. Indomarkt für Modedesign, ne? Oh, Kunstfotografie. Das habe ich schon mal gehört. Machen Sie das oft so? Notfall musst du. Oh, geil. Geh hin, Alter. Ja, anhand dieses Bildes sieht man eigentlich sehr gut, Alter, dass wir einfach zu fertig sind vom Konzert gestern. Eigentlich war ja heute echt geplant, mehr zu filmen, aber es geht einfach nicht. Wir sind zu am Ende. Oh, es ist süß. Man sieht noch nichts. Ich nehme dir an, wie zerstört er ist. Aber genauso fühle ich mich auch. Echt? Ja. Das fühle ich mir gut. Weil du gestern nicht mehr abgegangen bist. Nein. Weil... Er hat die Macht. Du musst die Welt retten. Stell dich mit dazu. Das mit Slenderman klappt wahrscheinlich auch nicht so wie sonst. Das ist wirklich scheiße. Oh, er wird abgeführt. Es wird nachgeholt auf jeden Fall. Was macht Kalle? Hängt da.
und er hat mit mir übelst im Ohr. Ja, das hast du dann noch erzählt, das habe ich alles mitbekommen. Das ist alles davon, das war ich glaube auch gebrezelt für die Medien. Und du hast einfach nur, ich konnte überhaupt nicht schlafen neben Stefan. Du hast einfach gezuckt. Aber es war sehr süß, wie wir uns die Decke geteilt haben. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich mal das Foto von euch beiden einblenden. Gut, jetzt habe ich es eingeblendet. So. Das betrifft das Schweigen. Ja. Beide wissen, was gerade offenbart wurde. Wir sind am Arsch, wenn das Bild an die Öffentlichkeit geht. Das ist die Sicht, die Außensicht hier durch. Ich habe so Langeweile, ey. Es ist unglaublich. Ich find's nicht. Doch, hier. Ey, das ist richtig cool. Ich glaube, so eine Sequenz müssen wir da echt mal einbauen. Kannst du mir hinterherlaufen? So? Ja. Die Leute wollen nicht gefilmt. So, wo sind wir jetzt hier? Einer Hochzeit von unbekannt und unbekannt. Ja, mit Migrationshintergrund. Ja. Also ein ziemlich großes Ding und eigentlich dürfen wir ja gar nicht rein, aber Dreistigkeit obsiegt, wir gehen einfach mal rein. Ne? Also weiter? Er geht auch durch den Kanal und geht mit hinein. Guten Appetit. Sie sehen sehr glücklich aus. Wann stehen die Türken so auf Fladenbrot? Fladenbrot ist auf jeden Fall richtig gut, Mann. Alter, Fleisch ist gut. Ja, soll ich mit helfen, meinen tragen oder ist das okay? Ich schieb einfach. Sie kann die Bewegung schon. Mach es die Braut klar. Thank you.